Einst kam ein Krieger, ein Samurai, zu einem Zen-Meister und fragte: Gibt es eine Hölle? Gibt es einen Himmel? Und wenn es Himmel und Hölle gibt, wo sind die Tore? Von wo aus betrete ich sie? Er war ein einfacher Krieger. Krieger sind immer einfach, ohne Hintergedanken, ohne Berechnung. Für sie gibt es nur zwei Dinge: Leben und Tod. Er war nicht gekommen, um irgendeine Ideologie zu hören. Er wollte wissen, wo das Tor war, um die Hölle zu meiden und den Himmel betreten zu können. Und der Meister antwortete auf eine Art und Weise, die nur ein Krieger verstehen konnte. Der Meister sagte: Wer bist du? Der Krieger antwortete: Ich bin ein Samurai. In Japan ist es eine sehr stolze Sache, ein Samurai zu sein. Es bedeutet, dass man ein perfekter Krieger ist, ein Mensch, der nicht einen Augenblick zögert, sein Leben zu opfern. Er sagte: Ich bin ein Samurai. Ich bin ein Anführer von Samurais. Sogar der Kaiser erweist mir seinen Respekt. Der Meister lachte und sagte: Du, ein Samurai, du siehst aus wie ein Bettler. Sein Stolz war verletzt. Der Samurai vergaß, weshalb er gekommen war. Er zog sein Schwert und wollte den Meister auf der Stelle umbringen. Da lachte der Meister und sagte: Dies ist das Tor zur Hölle. Mit diesem Schwert, dieser Wut, diesem Ego öffnet sich das Tor. Der Samurai verstand unmittelbar. Er steckte das Schwert zurück in die Scheide und der Meister sagte: Hier öffnet sich das Tor zum Himmel. Ein junger Mann suchte einen Meister auf. Meister, wie lange wird es dauern, bis ich Befreiung erlangt habe? Vielleicht 10 Jahre, entgegnete der Meister. Und wenn ich mich besonders anstrenge, wie lange dauert es dann? In dem Fall kann es 20 Jahre dauern, erwiderte der Meister. Ich nehme aber wirklich jede Härte auf mich. Ich will so schnell wie möglich ans Ziel gelangen, beteuerte der junge Mann. Dann, erwiderte der Meister, kann es bis zu 40 Jahre dauern. Drei heilige Männer gingen zusammen auf Reisen. Der eine war ein indischer Yogi, der zweite ein Sufi-Derwisch, der dritte ein Zen-Mönch. Unterwegs kamen sie zu einem kleinen Fluss. Die Brücke, die ursprünglich darüber führte, war vom Schmelzwasser weggespült worden. Ich zeige euch, wie man einen Fluss überquert, sagte der Yogi, und ging doch tatsächlich hinüber, und zwar direkt auf der Wasseroberfläche. Nein, nein, so macht man das nicht, sagte der Derwisch. Passt gut auf, Freunde. Er fing an, sich im Kreis zu drehen, schneller und schneller, bis er nur noch ein verwaschener Fleck aus konzentrierter Energie war und ganz plötzlich, peng, sprang er an das andere Ufer. Der Zen-Mönch stand da und schüttelte den Kopf. Ihr Dummköpfe, sagte er, ich zeige euch, wie man einen Fluss überquert. Und damit hob er sein Gewand an und wartete vorsichtig durch den Fluss. Ein junger Schüler hatte überall nach Erleuchtung gesucht, aber nirgends eine Antwort gefunden, bis er eines Tages einen alten Mann langsam einen Bergpfad herabsteigen sah, der einen schweren Sack auf der Schulter trug. Der Schüler wusste augenblicklich, dass dieser alte Mann das Geheimnis kannte, nachdem er so viele Jahre verzweifelt gesucht hatte. Alter, sage mir bitte, was du weißt. Was ist Erleuchtung? Der alte Mann sah ihn lächelnd an. Dann ließ er seine schwere Last von der Schulter gleiten und richtete sich auf. Ja, ich sehe, rief der Schüler. Meinen ewigen Dank, aber bitte erlaube mir noch eine Frage. Was kommt nach der Erleuchtung? Abermals lächelte der Mann, bückte sich und hob seinen schweren Sack wieder auf. Er legte ihn sich auf die Schulter, rückte die Last zurecht und ging lachend seines Weges. Ein eifriger Schüler des Buddhismus bestand sein Studium und durfte sich fortan Geshe nennen. Gewissenhaft hatte er die Schriften, ihre richtige Lesart und die exakte Aussprache aller Mantren gelernt. Er zog in die Welt, um zu lehren. Unterwegs kam er an ein Seeufer, wo seit vielen Jahren ein betagter Mönch wohnte. Er führte ein Leben der Meditation. Der junge Geshe hörte, wie er sein Mantra sang und stellte dabei fest, dass der Alte es fehlerhaft intonierte. Er setzte sich zu dem Mönch und wartete, bis dieser ihn bemerkte und freundlich begrüßte. Anschließend erklärte er ihm behutsam, wie das Mantra richtig auszusprechen sei. Der Mönch bedankte sich für die Lektion. Welch eine Freude, dass mir nach langen Jahren des Übens ein Lehrer zu Hilfe geschickt wurde. Zufrieden wanderte der junge Geshe weiter, um eine Brücke zu finden, die ihn auf die andere Seite bringen sollte. Als er diese gefunden hatte und am anderen Ufer des Sees eine Rast einlegte, sah er, wie der alte Mönch eilig über das Wasser auf ihn zugelaufen kam. Gleich darauf hörte er ihn rufen: Verzeiht mir, werter Geshe, ich bin schon alt und vergesslich. Erklärt mir doch noch einmal, wie man das Mantra richtig ausspricht.
In Korea gab es zur Zeit der Bürgerkriege einen ganz besonderen, grausamen General, der Menschen wahllos niedermetzelte und vor dessen Truppen alle flohen. Nur ein Zen-Meister machte keine Anstalten zu fliehen, als der General mit seinen Männern das Dorf einnahm. Der General ging in das Kloster, zog vor dem Meister sein Schwert und drohte: "Weißt du nicht, wer ich bin? Ohne mit der Wimper zu zucken, kann ich dich töten." Der Zen-Meister erwiderte sanft: "Und du, weißt du nicht, wer ich bin? Ich bin ein Mann, der ohne mit der Wimper zu zucken bereit ist zu sterben." Da verneigte sich der General und untersagte seinen Männern, das Dorf zu plündern. "Was machst du, um dich zu entspannen?", fragte der Schüler seinen Meister. "Nichts", erwiderte der Meister. "Wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich esse, esse ich. Und wenn ich schlafe, schlafe ich." "Das tun doch alle", meinte der Schüler darauf. "Eben nicht", antwortete der Meister.